Folge Nummer 45 von Oxygen Not Included im Chaos. Willkommen. Und wir wollten gucken, ob der Strom läuft. Warte mal, wo waren wir? Da nicht. Hier ist Essen. Ja, klar, wir wollten gucken, dass der Strom da, wie der Strom da läuft. Das ist jetzt die Frage. Wir haben hier, dafür muss das Rad laufen. Die Brutmaschine wäre da. Ja. Dafür müssten... was habe ich jetzt gemacht? Das wollten wir nicht machen. Abbruch. So, weg. Prio 5 hat er es. Machen wir Prio 6. Und hier unten ist das Rad für den da auch mit Prio 6 zu machen, glaube ich. Macht vielleicht Sinn, oder? Dass das Essen vorbereitet werden kann. Wir haben aber noch 600 Kilokalorien. Und er ist hier gerade nicht so gut drauf, wie wir sehen. Der hat irgendwie eine... Hungrig, trauert, wenig Sauerstoff. Kalorien hat er genug. Gesund 100, Stress ist das Problem. Kontakt mit allergischen Reaktionskeimen. Okay. Da wird geerntet, okay. Schauen wir mal nach oben, da hatten wir ja letztes Mal noch das angestoßen hier. Aber da passiert nichts mit den Leitungen. Das ist nicht gut. Essen 1200, das ist okay. Hier dreht sich nichts. Hier dreht sich auch nichts. Müssen wir mal gucken, wieso, weshalb, warum. Ne, machen wir hier gerade erstmal das an. Wie sieht das überhaupt hier so aus? Da unten ist Sauerstoff, hier oben ist es schon schlecht mit Sauerstoff. Da müssen wir definitiv dran arbeiten, dass das mit dem Sauerstoff besser wird. Haben wir Algen? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie den Sauerstoff woanders herkriegen. Hier muss noch aufgewischt werden. Da kann man dann nichts machen. Keim, Algendistillerie. Was macht der komische Vieh hier? Ist glücklich, gefegt, unerreichbar. Bleibt bloß da drinnen, während der andere runtergeht. Alles gut. Hat er denn hier irgendwas hingemacht? Nee, ne? Doch da. Oder? Das sieht nur so aus. Ich dachte, der hätte jetzt hier, würde jetzt hier Schleim produzieren. War das nicht so? Ein Puffprinzei 97%. Schleim. Schmutzen Sauerstoff brauchen die, den haben wir hier dran. Das ist schon mal gut. Also das heißt, er kann ja auch essen. Scheidet Schleim aus. Was braucht er zu essen? Einfach nur Sauerstoff dreckigen, ne? Und den gibt's hier, oder? Ja. Verschmutzter Sauerstoff wird dann da gefiltert. Und der ist dann da auch drinne, von dem dreckigen Wasser, passt ja. Ja, erstmal können wir das noch lassen, weil da ist ja noch genug dreckiger Sauerstoff erstmal drinne, ne? Da ist ja auch hier eine Pflanze, die das rauswirft, das ist ja alles gut. Also er ist eigentlich sowieso zufrieden und glücklich, also das klappt schon mit dem Schleim. Da wäre es aber, dass die Distille dann funktionieren müsste, damit wir aus dem Schleim Algen machen können, ne? Das würde bedeuten, wir müssen da mal vielleicht die 2 anstoßen, wenn das so ist. Aber dafür muss er erstmal hier Schleim produzieren. Und hier unten ist natürlich nichts mit weiterbauen. Da fehlt es natürlich dran, ne? Ja, was macht er jetzt?
Ich glaube, die kommen da gar nicht hin, weil unterwegs kein Sauerstoff ist, ne? Kann das sein? Das dauert zu lange. Na, er holt erstmal sowieso was da. Erde und... ja. Ja, der ist jetzt nicht so der prickelnde Typ da, ne? Ich glaube, hier produzieren haben wir ja Sauerstoff. Das bedeutet, wir machen mal diese Tür offen, damit der Sauerstoff da rauskommt. Und dafür muss man... ja, Prio ist auf 9, gut. Kein Strom. Wenn kein Strom da ist, dann ist das schlecht. Dann gibt es auch wenig zu essen. Aber 1,8 haben wir mit dem Essen. Und hier ist ja schon wieder was reif. Eigentlich geht's, ne? Okay, hier ist noch jemand, der nicht beerdigt worden ist. Okay. Was ist das? Eine Dämmerkappe, okay. Sind das zwei, die da liegen? Nein, ne? Das ist nur... ja. Schlecht gelaufen, sozusagen, ne? Man, kann es sein, dass nur einer da ist? Ne, da sind beide da. Hungerzeit bis zum Tod 9,3 Zyklen. Weil hier nichts zu essen gibt. Was essen die denn? So, der, doch, das ist hier der Futterautomat. Verrottete Haufen, verschmutzte Erde. Haben wir denn verschmutzte Erde? Verschmutzte Erde ist auch nicht da. Hier ist doch verschmutzte Erde immer drin, ne? Kommt doch da raus, oder nicht? Ne, verschmutztes Wasser gibt's da. Er flitzt jetzt hier rum. Er holt was zu essen. Das ist auch gut so. Essen geht gerade. Wie weit sind wir denn hier? Noch gar nichts. Was machen die gerade, die drei? Der läuft da hoch. Mal gucken. Okay, baut jetzt da den Weg hin. Die Prio dafür ist 9, aber es passiert nichts. Steht keiner, ne? Harold ist relativ glücklich. Also sieht auf jeden Fall so aus. Haben die jetzt gerade was zu essen gekriegt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, Kupfer genommen. Was passiert jetzt mit dem Kupfer? Wird jetzt Leitung da oben gebaut? Ich will's hoffen, ne? Oh, jetzt geht er schlafen. Super. Läuft, oder? Da ist auch schon mal einer stehen geblieben und hat das Kupfer liegen lassen, oder? Er pennt. Das andere ist eine Nachteule, oder wie ist das? Harold schläft jetzt. Miep müsste eigentlich auch schlafen. Travolta auch. Liegt denn hier noch jemand? Nein, ne? Warum? Wo ist er denn jetzt hin? Ach, er ist. Na dann. Warte mal dann. Warum schläft er jetzt? Es ist doch gar keine Schlafenszeit für ihn hier. Oder? Habe ich irgendwas verpasst? Nein, Harold hat eigentlich keine Schlafenszeit. Aber wenn das so ist, dann ist das so, ne? Vielleicht ist er so müde, dass er das noch nachgeholt hat.
Er erntet erstmal wieder. Denke ich mal. 3,6 ist schon mal was. Also die sind jetzt beide Freunde, oder wie war das gerade? Was macht er? Kupfer geholt, okay, aber da ist jetzt die Frage, ob er da oben hinschafft, ne? Weil das war schon immer schwierig für alle. Ah, er hat da Hassan direkt liegen, ne? Aber er läuft jetzt mal im Rad. Das könnte man ja auch kochen, ne? So, jetzt hat es mal geklappt, dass er da was hinbringt. Oh, er liefert für alle Stellen. Das ist schon mal gut. Jetzt muss das mal fertig gemacht werden. Wie ist das denn hier? Also hier haben wir, da haben wir, da haben wir. Hier fehlt's. Bauen. Wir können nicht bauen. Oder wie sehe ich das? Es gibt überhaupt keiner die Möglichkeit zu bauen. Das heißt, nächster Level Up muss bauen sein. Oder der nächste, den wir kriegen, der muss bauen können. Dann wurde Erde aufgenommen. Okay. Wir können ja mal gerade gucken, ne? Ne, Prioritäten war schon richtig. Hat einer von denen denn bauen? Man kann ja keiner dann. Aber wir können ja lernen, oder wie sehe ich das? Geht Harold jetzt bauen, das ist die Frage. Und jetzt gehen sie zu zweit bauen, oder was? Ne, der andere geht schon wieder runter. Weil gerade eine andere Zeit angefangen ist. Miep baut jetzt, oder was? Finde ich jetzt nicht schlimm, ne? Eins ist fertig. Sind die Prios da hinten auch auf 9? Nee, sind sie nicht. Dann lass die Prios da auch auf 9 machen. Damit das auch fertig wird. Also hier ist ja schon ziemlich kalt, ne? Aber Wasser ist gerade nicht da. Miep ist es kalt. Miep nimmt jetzt gerade hier Kupfer auf und baut da weiter. Das finde ich gut. 2, 3, 4, 5. 2 fehlen, glaube ich. Aber das war schon ein großer Schritt voran. Er ist müde. Er geht essen. Und er oder sie. Er geht da pennen. Und da, alle schlafen. Gut. Ja, ist ziemlich ruhig geworden, ne? Aber es gibt, dauert nicht lange, dann kommt hier der nächste Duplikant. Wenn dann einer dabei ist, der taucht. Wir haben 3408 Kilokalorien. Geht eigentlich. Im Elektrogrill fehlen Ressourcen. Frittierter Matsch. Im Eierding fehlen da die Teile. Dann nehmen wir das Hedge-Ei da mal raus. Da ist noch Pip-Ei, können wir auch rausnehmen. Dann ist das erstmal erledigt. Salbei-Hatchling haben wir ein Ei. Und wir haben eins eingestellt. Und das haben wir auch. Okay, dann sollen wir das so machen. Ah.
Was fehlt hier beim Algenterrarium? Zu wenig Ressourcen. Wir haben keine Algen, ist klar. Juicer. Sauerstoffdiffuser fehlt auch Standardarbeitszeit, ja. Dem Juicer fehlt was? Zu wenig Ressourcen, Pilze. Zu wenig Ressourcen, Dornbeeren. Kann man das... Nee, das ist automatisch eingestellt, okay. Dornblütensamen, okay. Hier oben ist aber gerade keiner, ne? Kommt da einer? Ja, da kommt einer. Harold baut da oben jetzt, oder? Das ist schon mal cool. Er macht zwei schon mal fertig. Kupfer waren 5 geliefert von 7, also 2 mussten irgendwie noch Kupfer kriegen wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken. Dem ist jetzt kalt. Der hier oben geht auch noch. Der unten geht auch noch, okay. Aber diese beiden, die waren glaube ich ohne Kupfer. Aber vielleicht gab es schon vorher Kupfer da. Ne, wartet auf Lieferung, wartet auf Lieferung. Das ist im Bau. Okay, das heißt, einer muss noch Kupfer vorbeibringen. Irgendwie so 100 Kilo. Kann das mal einer machen? Nächste Frage ist die, ob wir noch Kupfer haben. Haben wir. Jetzt haben wir 2800 zu essen. Ist hier aber nichts reif. Hier ist auch nichts reif. Hier hat einer Strom den Dingens aufgeladen, ne? Hier aber nicht. Komischerweise läuft doch hier der... Da und da ist auch Saft drin. Wer... wieso ist das nicht angeschlossen? Also das ist... Strom ist da, aber es macht keiner. Weil Prio zu niedrig, oder wie sehe ich das? Haben wir keinen Koch. Aber ist das, braucht man einen Koch für? Und da sitzt auch noch Bird. Müsste man gucken, dass man hier die Prio bei den Dingern ändert, ne? Und da kommt auch schon gerade jemand. Und wird auch gebaut sogar. Dann kann der Ari vielleicht auch beerdigt werden oder so, oder Bird, oder wie sie alle heißen. Hier sind 2, 4, 6, 7. Wir hatten 15. 10 sind's, also fehlen noch 5. Wir müssen sogar also noch 2 mehr machen. Um alle zu beerdigen. Hier ist die Dämmerkappe beim Pilz. Er macht auch noch was da, oder wie? Okay, er baut auch noch was. Na, er hat erst Material wohl gebracht, oder? Magmatit aufgenommen. Er holt was und verteilt das, oder? Ja. Und denn hier genug? Wartet auch auf Lieferung. So, da ist unser Duplikantenautomaten, unser Drucker fertig geworden. Schauen wir mal rein, oder? Hilfspaket Sand, das brauchen wir jetzt nicht. Landwirtschaft und Viehzucht. Ja, er kann kochen, ja, 7 eine Kochkunst. Kochen, Graben, Versorgen. Stärke, Graben, Kochkunst. Das Blase erhöht, kann Grabenaufträge nicht durchführen. Brauche ich jetzt auch nicht. Kalorien gesenkt. Okay, Medizin erhöht. Also der Landwirtschaft und Tierzucht haben wir. Das ist er schon mal... Außen vor, kann Graben auftreten, nicht so viel, ist okay, Kreativität erhöht, Dekoration, Moralbonus ist, aber Kochen ist schon okay, ne? Kochkunst, Graben, Stärke. Er kann auch kochen. Kann dekorieren, Aufträge nicht durchführen, das ist auch nicht so schlimm.
Blase erhöht, das ist eher schlimm. Plus 0,2% Zyklus, ich glaube, das ist nicht viel. Ist komisch, ne? Dekorations-Moralbonus hat, aber er kann dafür nicht dekorieren. Aber er kann kochen. Komm, wir nehmen den. So ein Multitalent ist immer besser, oder? Also, wir müssen nochmal da einen Punkt vergeben. So, lass uns gucken. Bauen haben sie jetzt alle. Er kann jetzt kochen. Sonst kann ja keiner kochen, ne? Genau, dann kriegt er jetzt das Grillen. Und fertig. Er holt sich auch schon die Kochmütze. Hat er keine Kochmütze gekriegt. Ach so, die müssten wir ihm auch noch geben, ne? Hier. Grillen. Passt schon. Hat er sie auch gleich aufgesetzt. Gut, machst du prima. So, macht er Matsch oder macht er Grillen? Er macht irgendwas anderes schon mal. Hat Erde geholt. Eigentlich ist er ja guter Stimmung wahrscheinlich, ne? Wenig Sauerstoff, okay. Aber er hat Zeit, ne? Er ist lahmarschig. Okay, wird natürlich ordentlich gebaut. Guck mal, hier wurde abgebrochen, oder? Sorry. Okay, er baut hier noch. Ne, er hatte Magmatit geholt. Er macht Lieferungen erstmal. Und da wird Sauerstoff benötigt, weil hier keine Luft ist. Ja, das mit dem Sauerstoff müssen wir in den Griff kriegen. Ja. Er hat keinen Sauerstoff mehr. Aber da oben geht's. Okay. Wie kommen wir jetzt an Sauerstoff? Der Puff hier, der... Ah doch, der hat da Schleim gemacht. 3,4 Kilo. Nicht schlecht. Wird das gerade weniger oder wie habt ihr das gesehen? Tatsächlich. Aufräumen. Zack. Da ist auch nochmal was, oder? Verschmutzter Sauerstoff? Nee, ich wollte den Schleim da haben. Schleim, da ist er. Aufräumen. Zack. Wie war das? Kann ich das jetzt nirgendwo sehen, oder was? 8 Kilo. Und das sind 2 Kilo nur. Und das wird immer weniger. Weil der verschmutzte Sauerstoff das zersetzt. Und da ist auch nochmal was. Ey, der macht richtig Gas hier. 12 Kilo. Da müssen wir natürlich mal dran arbeiten, ne? Und das aufräumen. Da ist auch Schleim. 138,4 Kilo. Aufräumen. Zack. Das Zeug brauchen wir doch. Daraus können wir doch hier in unser Distille-Dingens machen. Algen. Und dann kriegen wir wieder Sauerstoff. Macht er das jetzt? Ich hoffe, die machen das jetzt beide. Das macht nur einer, aber das waren schon mal die 134 Kilo. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann würde ich auch mal ganz schnell sagen, sollte man das hier vielleicht erhöhen, hätte ich jetzt gesagt. Aber das brauchen wir nicht erhöhen, weil das ist schon reingemacht worden.
in unserer Distille keinen Strom. Das ist das Problem. Wo kommt der Strom weg? Auch von hier. Das heißt, hier muss mal ein bisschen mehr rein. Und da kommt Kohle rein. Haben wir Kohle? Nee. Das lassen wir mal auf. Kohle läuft unter. Verbrauchbare Erze. Haben wir noch 33,1 Tonnen. Sollte eigentlich funktionieren. Jetzt haben wir gerade den Zeitplan. Wo ist ein Rowan da hingekommen? Okay, passt. Können wir so lassen. Da ist Essen. Oben geht auch schlafen. Die schlafen in einem Raum. Okay. Nahrungsmangel haben wir. Das ist natürlich schon wieder was. Aber hier ist noch was zu ernten. Da ist was zu ernten. Hier ist was zu ernten. Da ist was zu ernten. Nein, das ist alles kein Problem. Das sollte funktionieren. Wie sieht es denn hier oben aus? Oh, fertig. Fertig. Das bedeutet, wir können die Pumpe wieder einschalten, oder? Gebäude aktivieren. Und dann hoffen, dass das Wasser kalt wird. Hier kann auch noch aufwischen. Machen wir mal, ne? So. Die Pumpe aktivieren ist auf welchem Level? Mach das mal auf 9. Strom ist ja da, ne? Oder? Ja, sollte da sein, aber nicht viel wahrscheinlich. Was haben wir hier? Fehlt ein Leiter. Aber ist egal, oder? So, die Pumpe läuft wieder. Nee, hat keinen Strom. Ist die Frage, wann das passiert mit dem Strom. Hier ist, so, das gehört zum Dingens hier. Das wird immer weniger dann, ne? 1,7 Kilo. Da müssen wir was tun jetzt hier. 21,4 Kilo. Leute, das ist doof, wenn wir das da nicht machen. Okay, das ist ein Kreislauf. Wenn wir das nicht machen, kann er wieder futtern und dann kackt er wieder, ne? Dreckige Luft haben wir hier genug. Allerdings haben wir nicht mehr so viel dreckige Luft drin, da kann er sein. Schon, ja, besser geworden da drin, ne? Weil er da drin ist. Ja, aber erstmal geht's noch. Benötigt Leerung. Das ist, hätte ich gewusst, dass der Solarmarsch hier durch die Gegend läuft, ne? Hätte den anderen genommen. Okay, da werden Leute beerdigt, das ist schon mal gut. Sind auch schon 4 Stück wieder. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 3 sind 13, also die 2 müssen auch noch belegt werden. Dann haben wir das schon geschafft. Keine Ahnung, wo noch 2 liegen. Ist Bird hier bei der Dingensmaschine weg? Ja. Weiß nicht, wo jemand gestorben ist. Hoher Stress. Oben hat hohen Stress. Ari liegt hier neben mir, ne? Ich sehe jetzt niemanden, der hier irgendwo noch liegt. Vielleicht habt ihr den ja schon entdeckt, ich nicht. Hier unten. Ton. Sah aus wie Schleim. Ist hier einer reingefallen? Nein. Da unten einer reingefallen? Nein. Hier könnte man nochmal wischen, oder? Dann ist das Wasser mal weg.
Nee. Er ist da schön am Essen. Nee, ich sehe niemanden, der noch irgendwo rumliegt. Zwei sind auf jeden Fall frei. Ja, ich sehe jetzt nicht die zwei Duplikanten, die hier tot rumliegen. Hier ist es auch nicht versteckt oder so. Da auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Warte mal, hier beim Wasser vielleicht unten. Nee, auch noch nicht mal. Ja, ist komisch. Ich weiß nicht, wo die beiden noch liegen. Ich sehe niemanden, der hier irgendwo noch tot rumliegt. Hier im Wasser ist auch niemand. Hier sehe ich auch niemanden. Hier ist auch niemand. Hier oben irgendwo noch hin? Nein, hatten wir schon geguckt außerdem. Ja, weiß ich auch nicht. Einer fehlt noch. Irgendwo haben sie schon einen weggeholt. Was ist das hier? Small Pocket Shell Mold, okay. Wir waren hier am Verhungern, ja, ne? 6,9 Zyklen. Er ist gut drauf. So, das Wasser ist ja soweit an. Die Pumpe wäre auch an. Jetzt müssen wir nur überlegen, wo der Strom wegkommt für die Pumpe. Das war hier. Komm, das nützt nichts. Wir machen da mal auf 9, damit das mal angeht. Die Batterie muss mal Saft kriegen. Deswegen, ja, ich weiß schon, dass wir unzureichende Sauerstoffproduktion haben. Es wird ja auch der Schleim hier nicht weggeholt, der hier permanent zum Aufräumen ist. Immer auch auf 9. Es ist ja was da, so ist ja nicht. Nur, es passiert nichts, einfach aus dem Grund, warte mal, da liegt ja auch noch was, was da rumgammelt. Schleim. 124 Kilometer. Aufräumen. 9. Und das hier? Wir brauchen dafür Strom. Und der ist da. Und wir haben Kohle. Warum wird die da nicht reingebracht? Ne, Forschung wollte ich nicht. Prius wollte ich. Aufräumen. Hier, Harold kann das doch. Ah, der hat was geholt. Okay, da unten wurde Erde geholt. Angenehm geplaudert, sehr schön. 81 haben die Stress. Miep ist total gestresst. Harold ist gestresst. Robin ist easy going. Okay. Essen gibt's noch. Wir haben auch reichlich Essen gerade. 6600. Das ist also gut.
Ich weiß aber nicht, warum gerade Dingens nicht gemacht wird. Naja. Gut, aber ich sehe, wir sind mit der Zeit schon wieder total fortgeschritten. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, gebt euch die Glocke, damit ihr hört, wann ich das nächste Video hochlade und gerne Kommentare, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.